Danke für die Einladung, ich danke für die nette Einleitung. Wissenschaft, Politik, ein schwieriges Feld. Und es ist eins, worauf man im Studium oder auch in seiner ganzen akademischen Laufbahn eigentlich ganz wenig vorbereitet wird. Und ich möchte einige der Gedanken oder einige der Probleme, der Entscheidungen, mit denen man konfrontiert ist, vielleicht auch versuchen, hier ein bisschen greifbarer zu machen. Das Jahr 2015 ist für die Klimapolitik ein ganz wesentliches Jahr, weil die ganze Welt erwartet, dass heuer ein wirklicher Fortschritt erzielt wird in den Bemühungen um eine globale Klimapolitik, um eine globale Vereinbarung zur Reduktion der Emissionen. Die Frage ist, was ist da die Rolle der Wissenschaft? Hat die Wissenschaft sozusagen ihre Aufgabe erledigt und hat jetzt nichts mehr damit zu tun? Dieses politische Umfeld, mit dem möchte ich zunächst einmal anfangen. 1992 in Rio, die große Konferenz, die große Umweltkonferenz, hat unter anderem eine Klimakonvention zur Folge gehabt, United Nations Framework Convention on Climate Change. Und in dieser Konvention steht drinnen, dass es darum geht, die Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre auf einem Niveau zu stabilisieren, das gefährlichen anthropogenen Eingriff in das Klimasystem verhindert. Das ist eine typische Formulierung, wie man sie in großen internationalen Vereinbarungen findet, die alles und nichts sagt. Der kann eben mehr oder weniger jedes Land zustimmen. Und das Problem ist, was heißt es konkret? Und wir werden noch ein paar Mal auf den gefährlichen Eingriff zurückkommen. Die Klimakonvention enthält auch, weil natürlich allen bewusst war, dass die Klimakonvention, so wie sie dort verabschiedet wurde und wie sie auch von sehr vielen Nationen angenommen und ratifiziert wurde, dass die Klimakonvention so nicht operabel ist, enthält sie auch den Passus, dass es jedes Jahr eine sogenannte Conference of the Parties, das sind die Unterzeichnungsländer dieser Konvention, jedes Jahr eine Konferenz stattfindet, die versuchen soll, das Ganze eben umsetzbar zu machen. Und Sie sehen hier die lange Liste der COPs, der sogenannten COPs, die es schon gegeben hat. Und eine davon ist Ihnen wahrscheinlich zumindest in ihrer Folge bekannt, das ist die, die das Kyoto-Protokoll hervorgebracht hat. Das ist die 1997er COP in Kyoto, die erstmals es geschafft hat, dass man sich international geeinigt hat darauf, auf quantitativ definierte Ziele der Emissionsreduktion. Das war ein Meilenstein. Die Reduktionen waren zwar minimal, aber es war ein Meilenstein, der erzielt wurde. Das Kyoto-Protokoll hat vorgesehen, dass 5% der Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 reduziert werden sollen. Bis zu einem Zeitraum, also 1997 hat man beschlossen, dass dieser Zeitraum bis dahin, das erzielt werden soll, 2008 bis 2012 ist. Entschuldigung, da ist ein Fehler drinnen. 2008 bis 2012. Das heißt, ein Mittelungszeitraum, der hier gewählt wurde, der noch ziemlich weit in der Zukunft lag. Und natürlich, wie bei solchen internationalen Konventionen üblich, es gibt Klauseln, die es Staaten ermöglichen zu unterzeichnen, ohne zu befürchten, dass sie die einzigen Unterzeichner bleiben und dann gebunden sind an etwas, woran sich sonst niemand hält. Also diese Klauseln waren, dass es mindestens 55 Unterzeichnerstaaten geben muss und diese 55 Staaten müssen gemeinsam mindestens 55% der CO2-Emissionen im Jahr 1990 verursacht haben. Bis dieses Protokoll in Kraft getreten ist, das heißt, bis es ratifiziert war von denen, die es unterzeichnet haben, und zwar eben von diesen 55 Staaten mit 55% der Emissionen, hat es bis 2005 gedauert. Das heißt, es hat 8 Jahre gedauert, bis dieses Protokoll unterzeichnet wurde. Das zeigt schon irgendwie, welche Dynamik in diesem Prozess drinnen steckt, dass das also ein sehr langsamer Fortschritt ist. Und wenn wir uns jetzt wieder diese Liste der Conferences of the Parties anschauen, dann ist da die nächste rot hervorgehoben, 2009 in Kopenhagen. Das Castell zeichnet an, sozusagen diese Kyoto-Periode, innerhalb derer, sozusagen bis wohin das Kyoto-Protokoll wirksam war. In diesem Zeitraum sollten ja diese Reduktionen erzielt worden sein. Und da war also 2009 in Kopenhagen die Erwartung, jetzt müssen wir dringend ein Folgeabkommen schließen, weil wir sonst ohne Abkommen dastehen, wenn die Kyoto-Periode
Periode ausläuft. Und wir brauchen ja die Zeit zum Ratifizieren und so weiter. Also in Kopenhagen hat man erhofft, hier wird das Folgeabkommen abgeschlossen werden. Das war auch politisch günstig. Das war das erste Jahr, in dem Obama in den USA an der Regierung war. Die USA haben ja das Kyoto-Protokoll nie unterzeichnet, aber Obama hat sich sofort zu Klimaschutz bekannt und da hat man gehofft, jetzt kommt man einen Schritt weiter. In Wirklichkeit ist es Kopenhagen nicht gelungen. Kopenhagen war, ja, je nach Blickwinkel, aber jedenfalls nicht sehr erfolgreich und es ist dort kein Folgeabkommen erzielt worden, auch nicht in den Folgejahren. Und inzwischen hat sich die Entwicklung ein bisschen verändert. Man erhofft nicht mehr, dass man einfach eine Fortsetzung eines Kyoto-Protokolls mit wesentlich strengeren Grenzen erreicht. Das ist nicht durchsetzbar. Aber sozusagen, es hat alles, also die nächsten zwei Jahre, so 2010 und 2011, war irgendwie die Luft aus dem ganzen Prozess draußen, nachdem Kopenhagen gescheitert ist, nach hohen Erwartungen, und hat sich dann erst 2012 wieder so langsam erfangen und hat alles darauf angesetzt, dass 2015 in Paris jetzt wirklich ein nächster Schritt gesetzt wird. Und dieser nächste Schritt schaut völlig anders aus. Der schaut nämlich so aus, dass man keine bindenden Reduktionen mehr verlangt, sondern nur mehr freiwillige Reduktionen. Und den Weg dorthin, am Weg dorthin in Kopenhagen, da ist schon etwas weitergegangen im Kopenhagener Akkord, wo sich die Juristen immer noch streiten, ob er tatsächlich völkerrechtlich akzeptiert ist oder nicht. Aber in diesem Akkord steht drinnen, dass man die globale Temperatur unter 2 Grad Celsius halten möchte, den Temperaturanstieg unter 2 Grad Celsius gegenüber vorindustriellem Niveau und dass man Maßnahmen ergreift, um dieses Ziel im Einklang mit der Wissenschaft und auf Grundlage von Gerechtigkeit zu erreichen. Also im Einklang mit der Wissenschaft und auf Basis von Gerechtigkeit, das heißt international eine Rollenverteilung, sodass die Länder, die jetzt noch in der Entwicklungsphase sind, dass die mehr Möglichkeiten bekommen, Treibhausgase zu emittieren und die schon industrialisiert sind, eher zurückfahren müssen, und zwar deutlich zurückfahren müssen. Das ist immerhin in Kopenhagen gelungen und das 2-Grad-Ziel ist dann tatsächlich auch in Cancun in Mexiko auch im Vertrag drinnen gestanden, das 2-Grad-Ziel, wobei wir reden immer von 2-Grad-Ziel, aber in Wirklichkeit heißt es unter 2 Grad bleiben. Also es ist ja nicht das Ziel, 2 Grad zu erreichen, sondern es geht ja eigentlich darum, nicht mehr, auf keinen Fall mehr wie 2 Grad Temperaturerhöhung geben vor einem industriellen Niveau. Das ist aber im Moment also ohnehin schwer zu erreichen. Aber wie immer, also das hat man immerhin in Kopenhagen erreicht und dann eben auch in Cancun. Aber insgesamt möchte ich Ihnen einen kleinen Film vorspielen, der ungefähr zeigt die Entwicklung der Geschichte letztlich bis jetzt. Das schaut ungefähr so aus. 1992 Rio. Man sieht, dass die Emissionen steigen und man einigt sich, man muss was tun. Endlich 1997 das Kyoto-Protokoll, es unterzeichnen die Industriestaaten. Sie sind willens zu reduzieren und alle sind eigentlich recht glücklich, dass was erreicht wurde. Dann kommt die USA und sagt, entweder alle oder auch ich nicht. China und Indien wachsen. Die Industriestaaten sagen, ihr gehört jetzt eigentlich auch schon zu denen, die reduzieren müssen. China sagt nein, Indien schaut weg und die anderen Schwellenländer weigern sich. Der Nahe Osten, Venezuela. Dann erfindet man die Umgehungsmechanismen, wir reduzieren bei euch. Und in Wirklichkeit wird der schwarze Peter von einem Ort zum anderen geschoben und es ist in Wirklichkeit nichts weitergegangen. Das ist der Status, in dem wir uns heute befinden. Und die Frage ist, wie weit wird uns Paris bringen? Wird es gelingen, mit Paris dieses schwarze Peter weiterreichen zu durchbrechen? Wird es gelingen, hier wirklich einen Fortschritt zu erzielen? Man hat dazu etwas erfunden, was Intended Nationally Determined Contributions heißt, INDCs. Das heißt, jeder Staat meldet, was er als Staat bereit ist zu reduzieren.
Also was wir vorhaben, zu reduzieren als nationalen Beitrag zu der globalen Reduktion. Und Sie sehen, also 127 von 155 Ländern haben bis jetzt das schon abgegeben, ihre Intended Nationally Determined Contributions. Und das ist eigentlich schon ganz schön, wenn man alle diese Maßnahmen für bare Münze nimmt, also wenn die wirklich eingehalten werden, dann haben wir schon einen Temperaturanstieg, der nur mehr bei 2,7 Grad liegt, gegenüber Business as usual, wo wir jetzt bei 4 bis 5 Grad sind. Also das ist schon eine ganz, ganz schöne Leistung, aber es sind halt nicht die 2 Grad, die eigentlich vorgesehen waren, und es ist noch nicht umgesetzt. Also das ist sozusagen, melden kann man leicht etwas, aber was tut man dann tatsächlich? Und wenn ich mir so anhöre, wie die Debatte in Österreich läuft, angesichts dessen, was die EU zugesagt hat, dann sehe ich noch nicht, wie Österreich die Ziele, die eigentlich für Österreich vorgesehen sind, innerhalb der EU tatsächlich erreichen wird. Jetzt stellt sich die Frage, warum ist Paris so wichtig? Warum ist es wirklich, warum muss es in Paris sein? Ja, eigentlich aus wissenschaftlicher Sicht natürlich nicht. Die Emissionen wirken jedoch kumulativ. Das heißt, je später wir anfangen zu reduzieren, desto steiler müssen wir reduzieren, weil in Summe gibt es, das nennen wir Carbon Budget, gibt es eine Gesamtmenge an CO2, die an die Atmosphäre eingebracht werden darf, wenn man die 2 Grad nicht überschreiten möchte. Wir haben natürlich schon reichliche Verzögerung und die Zeit, die wir noch haben, zu reagieren, ist kurz. Ich werde es Ihnen dann gleich zeigen. Und dann stellt sich schon auch die Frage, ob nicht die Weltentwicklung der Politik davonläuft, dass die Politik sozusagen nur mehr hinterherhinken kann zwischen dem, was sich tatsächlich in der Realität abspielt. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, wichtig, im Vorfeld von Paris zu betonen, dass Paris kein Endpunkt ist. Also selbst wenn dort ein guter Vertrag unterzeichnet wird, ist es ja nicht das Ende, sondern eigentlich der Anfang. Und es wäre aus meiner Sicht ganz wichtig, dass einem das sehr bewusst ist, denn dieses Loch, in das eigentlich alle, sowohl die Zivilgesellschaft als auch die Administrationen und die Politik nach Kopenhagen gefallen ist, so ein Loch dürfen wir uns nach Paris nicht mehr leisten. Dazu haben wir einfach nicht mehr die Zeit, dass dann 2, 3 Jahre überhaupt nichts passiert. Also ganz wichtig, Paris ist eine Etappe und ist eigentlich die Einleitung von den wirklichen Maßnahmen, die dann ohnehin, auch der Vertrag, der vorgesehen ist, ja ohnehin nicht etwas, was dann 2016 dann wirklich greift, sondern ist ohnehin erst für 2020 vorgesehen, also ohnehin noch mit zeitlicher Verzögerung. Wie ist das mit den Minderungsraten? Nachdem die Gesamtmenge an CO2, die wir in die Atmosphäre einbringen dürfen, ohne das 2-Grad-Ziel zu verletzen, vorgegeben ist, heißt das, dass die Trajektorien, entlang der die Emissionen stattfinden, unterschiedlich ausschauen können, aber die Fläche unter den Linien muss gleich groß bleiben. Das heißt, die ist vorgegeben. Das heißt, je höher die Linie ansteigt, wie zum Beispiel die rote Linie, die einen Spitzenwert 2020 vorhersieht, desto steiler muss sie nachher abfallen. Und je früher wir den Gipfelpunkt erreichen, desto flacher kann es sein. Und wenn wir uns da diese Geschwindigkeit der Abnahme, die Rate der Abnahme anschauen, bei der blauen Linie, die im heurigen Jahr ihren Gipfelpunkt erreicht hätte, was wir nicht erzielen werden, das wäre eine Reduktion um 5% pro Jahr im weltweiten Schnitt gewesen. Und das ist ungefähr das, was das Kyoto-Protokoll über 2 Jahrzehnte vorgesehen hat. Also nicht pro Jahr, sondern über 2 Jahrzehnte. Das heißt, das Kyoto-Protokoll, sozusagen das 20-fache so ungefähr des Kyoto-Protokolls. 2015 werden wir nicht erreichen, also wenn wir 2020 anschauen, Sie werden vielleicht im Ohr haben, China hat zugesagt, 2030 den Gipfelpunkt zu erreichen, also 2020 ist auch schon eine Herausforderung, aber wenn wir die erreichen wollen, dann hat diese Trajektorie eine Emissionsreduktionsrate um 9% pro Jahr und das entspricht den technischen und gesellschaftlichen Anstrengungen wie anlässlich der Mobilisierung der Alliierten im Zweiten Weltkrieg. Also ein derartiger Eingriff in die Wirtschaft und in das tägliche Leben, das eben ungefähr dem entspricht, was in der Vorbereitung auf den Zweiten Weltkrieg notwendig war oder erreicht wurde. Das heißt, das ist eine ganz gewaltige Anstrengung. Das ist nicht etwas, was man so nebenbei macht. Und Sie können sich vorstellen, wenn das nicht 2020, sondern noch später ist, dann wird es allmählich unmöglich, dieses Ziel überhaupt noch zu erreichen.
wie schaut das mit dieser Kumulation der Treibhausgase in der Atmosphäre aus? Sie sehen hier die Lebensdauer von CO2 in der Atmosphäre, wenn man also so einen Stoß, einen Puff freisetzt, je nachdem, wie hoch die Menge ist, also das untere ist geringere Menge, das obere ist eine wesentlich höhere Menge in Petagramm pro Kohlenstoff. Und Sie sehen, das nimmt am Anfang relativ rasch ab, aber danach verschwindet das CO2 nur sehr langsam aus der Atmosphäre. Also nach 50 Jahren haben wir im Fall von geringen CO2-Mengen haben wir noch 35% in der Atmosphäre und im ungünstigeren Fall, also mit höheren Emissionen, haben wir 75% noch in der Atmosphäre und selbst nach 1000 Jahren sind noch 15% oder 40% in der Atmosphäre. Das heißt, was immer wir jetzt emittieren, bleibt auf jeden Fall ein Gutteil davon, mindestens ein Drittel bleibt über die nächsten 30 Jahre in der Atmosphäre, wahrscheinlich wesentlich mehr, weil wir ja wesentlich mehr emittieren wie diese 100 Petagramm Kohlenstoff. Und das heißt, es akkumuliert. Es akkumuliert sich in der Atmosphäre. Wohin geht der Rest? Wohin geht das, was verschwindet? Naja, es geht in den Ozean und es geht in die Pflanzen. Der grüne Teil in der unteren Teil der Abbildung ist das, was die Pflanzen aufnehmen. Das ist ungefähr, war im Jahr 2012 ungefähr 28%. Das, was die Ozeane aufnehmen, sind ungefähr 26% und grob die Hälfte bleibt derzeit in der Atmosphäre. Das verändert sich. Je mehr die Ozeane versauern, desto weniger können sie aufnehmen, desto mehr bleibt in der Atmosphäre. Und natürlich, je weniger vital die Pflanzen sind, desto weniger können sie aufnehmen und desto mehr bleibt in der Atmosphäre. Wie hängt das mit der Vitalität zusammen? Einerseits ist natürlich CO2 ein Dünger für die Pflanzen und belebt das Biowachstum, aber andererseits der Klimawandel selber macht in vielen Regionen der Welt auch der Vegetation zu schaffen, sodass also hier auch ein Rückgang der Aufnahmefähigkeit der Pflanzendecke zu erwarten ist. Und sowohl Ozean als auch Pflanzendecke, wie man hier sieht, sind derzeit noch Senken für CO2. Man geht davon aus, dass die Pflanzen etwa Mitte des Jahrhunderts nicht mehr als Senke fungieren werden, sondern auch als Quelle und auch der Ozean noch in diesem Jahrhundert zu einer Quelle von CO2 wird und nicht mehr als Senke zur Verfügung steht. Das heißt, wenn das eintritt, dann bleibt von dem, was wir in die Atmosphäre emittieren, immer mehr in der Atmosphäre drinnen und der Klimawandel wird immer deutlicher verstärkt. Ja, und diese kumulativen Emissionen, die sind letzten Endes das, was wir sehr gut mit der Temperatur auf der Erde korrelieren können. Sie sehen hier einerseits die kumulativen Emissionen als Kohlenstoff oder hier als CO2 dargestellt und da sind die Temperaturzunahmen gegenüber vorindustriellem Niveau. Und man sieht, also wir haben jetzt ungefähr 1 Grad Temperaturanstieg, ein bisschen weniger noch, und das entspricht ungefähr diesen 2000 Gigatonnen CO2, die wir bereits emittiert haben. Und um das 2-Grad-Ziel noch einhalten zu können, dürfen wir nicht mehr wie 3200 Gigatonnen in die Atmosphäre einbringen. Das heißt, es bleiben noch 1,2 Gigatonnen CO2. Und wenn wir so weiter emittieren wie bisher, dann wird das in 20 bis 30 Jahren erreicht sein. Wenn das in 20 bis 30 Jahren erreicht ist, diese Grenze, und wir die Grenze einhalten wollen, heißt das, dass wir dann ab sofort nichts mehr emittieren dürfen. Keine CO2-Emissionen mehr in die Atmosphäre. Wir reden da von einer Carbon-Free Society. Ja, also dass das Wort nicht sehr sinnvoll ist, ist gar keine Frage. Aber gemeint ist Carbon-Emission-Free Society. Ja, auch das natürlich werden wir weiterhin CO2 ausatmen. Also, aber sozusagen der Gedanke ist, dass also aus den fossilen Brennstoffen keine zusätzlichen CO2-Emissionen mehr in die Atmosphäre kommen. Und diese 20 bis 30 Jahre, die sind natürlich erschreckend. Weil wenn Sie sich vorstellen, dass wir auf fossile Energie verzichten müssen innerhalb von 20 bis 30 Jahren, dann ist das eine gewaltige Herausforderung. Das ist im Grunde genommen, ich sehe schon die Köpfe schütteln, nicht machbar. Und die Frage ist daher, wie können wir unsere Emissionen so verlangsamen, dass wir in der Zeit genügend alternative Möglichkeiten aufbauen und genügend Maßnahmen treffen, um die Emissionen zu reduzieren. Wenn man sich das anhand der Ressourcen, also der verfügbaren fossilen Brennstoffe anschaut, dann sieht man hier Öl, Gas, Kohle und nicht konventionelles Öl und Gas. Und die dunklen Teile sind die Teile, die bereits in die Atmosphäre entlassen wurden. Die haben wir bereits verwendet sozusagen. Die hellblauen Teile sind die gesicherten Reserven. Und die gelben Teile sind das, was vielleicht auch noch da ist, also die Ressourcen. Und diese gesicherten Reserven, die drei Säulen, sind nur drei verschiedene Schätzungen.
diese gesicherten Reserven, wenn man die für konventionelles Öl und Gas aufbraucht, dann hat man ungefähr das in die Atmosphäre eingebracht, was wir noch einbringen dürfen. Kohle muss unter der Erde bleiben und das nicht konventionelle Öl und Gas, das heißt Schiefergas oder Tiefseeöl, muss unter der Erde bleiben. Auch alles, was man jetzt hofft, in der Arktis zu finden, ist ein No-Go, muss unter der Erde bleiben, wenn wir die 2 Grad einhalten wollen. Interessanterweise hat der Governor der Bank of England vor kurzem einen Vortrag vor Versicherungsgesellschaften gehalten und er hat dort auch über Stranded Investments gesprochen und die Frage, was ist der Wert von Energiefirmen, Energiegesellschaften, und er sagt, ungefähr ein Drittel bis ein Fünftel der belegten Reserven von fossilen Brennstoffen dürfen wir überhaupt noch verwenden, wenn wir in einem 2-Grad-Ziel nicht überschreiten wollen. Und das heißt, dass die Investoren, die Banken, die Versicherungsgesellschaften und die allgemeine Bevölkerung die Information hat, die sie braucht, um sich zu entscheiden, wo sie investiert. Und das heißt de facto, er hat es nicht direkt ausgesprochen, aber das heißt de facto, heraus mit euren Investments aus der fossilen Energie. Und wenn man sich das anschaut, da gibt es natürlich schon Anfänge dazu. Kalifornien hat auch vor kurzem ein Gesetz verabschiedet, in dem der Staat Kalifornien beschlossen hat, dass öffentliche Gelder, und das sind insbesondere 2 ganz große Fonds, der Pensionsfonds und der Lehrerpensionsfonds, dass die aus allen Firmen herausgehen, die mehr als 50% ihres Gewinnes aus Kohle machen. Und das ist ein ganz wesentlicher Schritt in Richtung von diesem sogenannten Divestment. Und es gibt auch an den Universitäten in den USA ganz stark, aber es kommt auch in Europa, über 400 Kampagnen, Initiativen, die versuchen, die Universitäten dazu zu bringen, ihre Reserven, die sie haben, österreichische Universitäten haben zwar wenig Reserven, aber sie haben doch auch einiges auf der hohen Kante liegen, herauszuholen aus der fossilen Energie. 40 Einrichtungen haben das schon zugesagt und sind schon dabei, sich daraus herauszuziehen. Und das könnte, und das meine ich damit, dass die Welt sozusagen der Politik davonlaufen könnte, das ist so etwas Ähnliches wie ein Run auf eine Bank. Wenn mehrere Leute sich zurückziehen aus den fossilen Investments, dann hat das Folgewirkungen, dann breitet sich das aus. Dann haben sozusagen, dann entsteht die Furcht, dass man möglicherweise überbleibt mit seinen Investitionen. Und das kann relativ rasch gehen. Muss nicht. Kann auch sein, dass das völlig einschläft, aber es kann. Das Zweite, wo ich meine, dass die Welt möglicherweise der Politik davonläuft, ist das Beispiel der Klimaflüchtlinge aus Syrien. Ich nenne sie Klimaflüchtlinge. Warum? In den Jahren 2006 bis 2011, also vor dem arabischen Frühling, hat in der ganzen Region Dürre geherrscht. In Syrien selber, und ich nehme als Beispiel Syrien, aber man könnte Ägypten oder andere Beispiele auch heranziehen, in Syrien waren 60% des Landes davon betroffen, von massiven Ernteeinbußen, und ungefähr 85% der Herden sind verloren gegangen. Das hat 2 bis 3 Millionen Menschen betroffen, und von denen ist mehr als die Hälfte in die Städte gezogen, weil sie auf dem Land einfach keine Überlebenschancen mehr hatten. Und das hat dazu geführt, dass die Städte überflutet wurden von einheimischen Flüchtlingen, die noch dazugekommen sind von früheren Flüchtlingen aus dem Irakkrieg, und die Städte damit nicht umgehen konnten. Dazugekommen ist, und Klima ist selten allein eine Ursache für Entwicklungen, dazugekommen ist eine ungeschickte Politik, eine sehr kurzsichtige Förderung von besonders wasserintensiven agrarischen Produkten, das war Weizen und Baumwolle, sind speziell gefördert worden, zu einer Zeit, wo man eigentlich genau weiß, dass die Wasserproblematik im gesamten Mittelmeerraum zu einem großen Problem werden wird. Aber letztlich auch in Spanien und Italien und Portugal investiert man weiter in Gemüse, auch sehr wasserintensiv.
aber eben hier war es Baumwolle und Weizen. Und gleichzeitig hat man ineffiziente Bewässerungssysteme gefördert, sodass, wie die Dürre zugeschlagen hat, sehr viel Grundwasser heraufgepumpt wurde und damit der Grundwasserspiegel auch noch abgesunken ist, was die Situation noch verschlimmert hat. Außerdem hat es keine wesentliche Unterstützung für die Landbevölkerung gegeben, die mit dieser Situation nicht mehr umgehen konnte. Und das hat halt dazu geführt, dass in einer Situation, die politische Beobachter in Syrien eigentlich als stabil eingeschätzt haben, also Syrien wurde nicht als Kandidat, als nächster Kandidat des arabischen Frühlings angesehen, sondern Syrien hat man gemeint, Syrien wird stabil bleiben aufgrund des dort sehr rigiden Regimes, hat aber dort auch dazu geführt, dass das Pulverfass explodiert ist und den Krieg ausgelöst hat, der jetzt zu diesen Unmengen von Flüchtlingen führt. Der Klimawandel ist also nicht die alleinige Ursache dieses Krieges, aber ist ein wesentlicher auslösender Faktor des Krieges. Und deswegen halte ich es auch für völlig illusorisch zu glauben, dass wenn es gelingt, in Syrien Frieden zu schaffen und diesen Flüchtlingsstrom zu stoppen, dass das der letzte war. Es werden weitere Flüchtlinge kommen, es wird woanders zu Problemen kommen. Wir werden eine Flüchtlingswelle nach der anderen erleben. Manche werden Europa erreichen, andere vielleicht nicht. Aber wir reden weltweit, sind die Schätzungen bei 200 Millionen Klimaflüchtlingen bis Mitte des Jahrhunderts. 200 Millionen Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen, weil sie dort nicht mehr überleben können. Aus welch immer komplexen Ursachen, aber mitgetriggert vom Klima. Im Übrigen sind Klimaflüchtlinge nicht als Flüchtlinge anerkannt nach der Internationalen Flüchtlingskonvention. Das heißt, es stehen ihnen nicht die Rechte der Flüchtlinge zu. Da gibt es ein langes politisches Tauziehen drum, aber es ist irgendwo verständlich, warum sich die Politik sträubt dagegen, weil mit diesen Mengen kein Mensch weiß, wie man umgehen soll. Und die einzige Möglichkeit, dem wirklich zu begegnen, kann nur darin bestehen, dass man versucht, es in den jeweiligen Ländern die Situation so zu gestalten, dass man überleben kann. Einerseits Klimawandel reduzieren, so gut es geht, und zweitens Anpassungsmaßnahmen zu fördern, so gut es geht. Und insofern ist auch Paris ein wichtiger Punkt und ein wichtiger Punkt in Paris wird sein, wie viel die industrialisierten Länder in den Klimafonds einzahlen, der genau zu diesem Zweck gegründet wurde. Also es gibt einen Klimafonds, da sollen 100 Milliarden Dollar pro Jahr eingezahlt werden. Erstmals soll er 2020 aufgefüllt sein. Und diese Geldmittel sollen dazu verwendet werden, um in den Ländern Klimaschutzmaßnahmen, aber vor allem auch Anpassungsmaßnahmen zu finanzieren, die dann solche Entwicklungen verhindern sollen. Noch ist der Fonds nicht gefüllt. Österreich hat einen exorbitanten Beitrag von 25 Millionen bei der letzten Klimakonferenz versprochen. Unserer Größe angemessen wären mindestens 100 Millionen gewesen und andere Länder ziehen sich auf ähnliche Weise. Warum gerade 2 Grad Celsius? Also Paris, wichtig, weil es wirklich jetzt darum geht, dass etwas geschieht. Aber warum gerade 2 Grad? Ist das ein politisches Ziel oder ist das eine wissenschaftlich abgesicherte Zahl? Was bedeuten diese 2 Grad und wie sicher sind sie? Das hängt natürlich mit der Frage zusammen, wie definiert man gefährliche anthropogene Eingriffe in das Klimasystem? Was ist gefährlich? Gefährlich für wen? Und Sie sehen, das ist keine Frage, die man wissenschaftlich beantworten kann, das ist eine Frage, die man politisch beantworten muss. Und die logischerweise unterschiedliche Leute unterschiedlich beantworten werden. 2 Grad globaler Temperaturanstieg bedeutet für verschiedene Länder ganz Verschiedenes. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob gefährlich auch unterschiedlich definiert werden kann oder ob man einfach dort eine Grenze ziehen muss, wo es für die am gefährdetsten Länder gefährlich wird, dann müssten wir weit unter den 2 Grad sein. Aber diese Frage, was ist gefährlich, ist also eine, die wirklich diskutiert wurde, lange diskutiert wurde, was ein mühsamer Prozess war und die man, wie gesagt, nicht rein wissenschaftlich beantworten kann, sondern das ist ein Wechselspiel zwischen Politik und Wissenschaft.
Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, wie definiere ich diese Eingriffe? Woran messe ich sie? Sie sehen hier die Emissionen. Ich könnte ja auch sagen, gefährlicher Klimawandel tritt dann ein, wenn die Emissionen eine gewisse Summe erreicht haben oder einen gewissen Wert übersteigen. Oder ich könnte es bei den Konzentrationen ansetzen. Ich könnte es bei der Strahlungsbilanz ansetzen. Oder ich kann es eben bei der Temperatur ansetzen. Oder ich kann es bei irgendwelchen Folgewirkungen ansetzen, die ja letztlich tatsächlich das Gefährliche ausmachen. Die 2 Grad sind ja nicht wirklich etwas, wo man sagt, das ist jetzt per se gefährlich, sondern es geht um die Folgen. Aber wie viele Folgen schaue ich mir dann an? Und man hat sich eben auf die Temperatur geeinigt. Aber man hätte es auch bei der Konzentration machen können. Natürlich hängen das die Größen zusammen. Wenn man zum Beispiel das bei der Konzentration ansetzt und davon ausgeht, dass wir jetzt schon praktisch 1 Grad Temperaturerhöhung haben, wenn wir also jetzt wieder im Geiste die 2 Grad vor Augen haben, dann würde heißen, plus ein weiteres Grad würde heißen, wenn wir das untere Ende der Sensitivität nehmen, also wir sind nicht ganz sicher, Konzentrationserhöhung tatsächlich welche Temperaturänderung auslöst, da gibt es einen Unsicherheitsbereich. Und wenn wir das untere, das wenigst sensitive Szenario nehmen, die Modelle, die am wenigsten sensitiv sind, dann würde das heißen, ungefähr bei 450 ppm müssen wir aufhören, wenn wir die 2 Grad nicht überschreiten wollen. Und wenn wir das sensitivste Szenario nehmen, dann sind diese 450 Grad bewirken schon eine zusätzliche Temperaturzunahme von 2 Grad. Also Sie sehen, da gibt es Spielraum auch im wissenschaftlichen Bereich, aber 450 ppm sind auf jeden Fall irgendwo eine Grenze, über die man nicht drüber kommen sollte, wenn wir über Konzentrationen reden. Wie schaut das tatsächlich mit den Konzentrationen aus? Sie sehen hier die letzten 600.000 Jahre dargestellt in den Konzentrationen. Das Rote sind die CO2-Konzentrationen. Und Sie sehen, die letzten 600.000 Jahre haben sich bewegt zwischen 180 und 280 Parts per Million. Jetzt liegen wir knapp unter 400 Parts per Million als Jahresdurchschnittswert. Wir haben also noch ein bisschen Spielraum bis 450, aber nicht wirklich viel. Und pro Jahr kommen ungefähr 2 ppm dazu. Das heißt, auch hier kommen wir so ungefähr auf diese 20 Jahre, die wir noch Spielraum hätten. Wie gesagt, wenn wir das so weiter tun wie bisher. Wenn man aber Temperatur wählt und nicht Konzentrationen, warum? Na, einerseits, weil die Temperatur ganz eng mit der Strahlungsbilanz verbunden ist und die wieder mit den Konzentrationen verknüpft ist. Und die Strahlungsbilanz ist letztlich das, worüber wir das Klima bestimmen, worüber das Klima beeinflusst wird. Zweitens sind die meisten Folgen, also ob das jetzt Meeresspiegelanstieg oder Eisschmelze oder Dürren oder Extremereignisse sind, die fast alle mit der Temperatur in Zusammenhang. Das heißt, es macht durchaus einen Sinn, wenn wir nahe an der Wirkung sein wollen, dass wir mit der Temperatur arbeiten. Politisch ist es auch leichter fassbar, unter der Temperatur kann sich jeder was vorstellen, während die Konzentration, da hat keiner ein richtiges Gespür dafür. Und natürlich ist die Variabilität der Temperatur von Jahr zu Jahr ein Problem, aber es ist verhältnismäßig kleines, weil es ja nicht darum geht, dass man in einem bestimmten Jahr eine bestimmte Temperatur hat, sondern eine asymptotische Annäherung an eine Temperatur letzten Endes. 2 Grad, wieso gerade 2 und nicht 3 oder 4 oder 5 oder 1? Das stammt im Grunde genommen aus Risikoanalysen, die allerdings nicht sehr quantitativ sind. Also es ist kein strenger wissenschaftlicher Beweis, dass 2 Grad gerade die richtige Temperatur ist, die wir nicht überschreiten sollten, sondern es ist eine Frage auch der Einschätzung. Und am Anfang dieser Einschätzungen stand dieses oberste Diagramm, das 2001 im IPCC-Bericht gebracht wurde, wo man, Sie können es wahrscheinlich schlecht lesen, aber die verschiedenen Zeilen geben sozusagen unterschiedlich schwere Auswirkungen des Klimawandels wieder. Die oberste Zeile besagt zum Beispiel seltene oder speziell empfindliche Ökosysteme, Pflanzen, was immer, sind vom Klimawandel betroffen. Und das Gelb heißt, ja, sind betroffen, aber mäßig. Rot ist dann stark betroffen und lila wird dann sehr stark. Und so steigern sich diese Zeilen und die unterste Zeile sind also wirklich große disruptive Veränderungen, die auftreten können.
Und da sieht man, also je größer die Wirkung, desto später setzt sie ein. In der horizontalen sind die Temperaturen aufgetragen. Der Nullpunkt vorindustrielles Niveau liegt da herüben. Das heißt, plus 2 Grad sind hier bei dieser Linie. Und Sie sehen 2001 und die 2 Grad wurden 1995 zum ersten Mal als pragmatische Lösung vom WBGU vorgeschlagen. Bei dem Verständnis des Klimawandels 2001 sieht man da überall noch im gelben Bereich gewesen. Da hat man gesagt, da ist man überall noch moderat. Moderate Wirkungen, noch keine hohen Risiken, keine hohen Wirkungen, schon gar keine ganz hohen Wirkungen. Und von Jahr zu Jahr hat sich dieses Diagramm verändert. Man hat immer mehr erkannt, dass die Wirkungen viel früher einsetzen, dass sie viel dramatischer sind, als man dachte. Und Sie sehen also zum Beispiel diese disruptiven Änderungen, die haben sich also von damals 4 Grad, also wenn man noch die 0,4 dazuzählt, 4,4 Grad, vorverlagert auf jetzt irgendwo bei über 2 Grad, knapp über 2 Grad. Das heißt, es hat sich hier eine Veränderung in der Wahrnehmung des Risikos ergeben, die sich aber in dieser Grenze nicht mehr wiedergespiegelt hat. Die 2 Grad sind 1995 vorgeschlagen worden, von der EU 2005 angenommen worden und wie gesagt von Cancun dann auch übernommen worden, von der COP in Cancun. Man hält immer noch an den 2 Grad fest, obwohl die Wissenschaft feststellt, das Risiko ist unterschätzt worden. Also wenn wir jetzt tatsächlich in den jetzigen, also im letzten IPCC-Bericht, noch ganz im gelben Bereich bleiben wollten, dann sind wir hier irgendwo, eigentlich dort, wo wir jetzt liegen, bei ungefähr 1 Grad Erwärmung, also ungefähr hier. Das hat sich aber in der Politik nicht wiedergespiegelt. In einem kleinen Nebensatz sehr wohl, im Cancun-Agreement steht auch drinnen, dass 2020 man das 2-Grad-Ziel überprüfen wird, ob man nicht auf 1,5 heruntergehen sollte. 2020 ist also schon relativ spät dafür. Das haben die kleinen Inselstaaten durchgesetzt, dass das noch hineingekommen ist. Warum steigt diese Risikoeinschätzung? Warum nimmt man jetzt an, dass das Risiko viel größer ist, als man 2001 zum Beispiel noch dachte? Zum einen sieht man, dass Klimafolgen, die man 2001 nur vermutet hat, jetzt tatsächlich da sind. Das heißt, das Ganze hat an Realität gewonnen. Zum Zweiten hat man ein viel besseres Verständnis von der Bandbreite, wo der Klimawandel überhaupt Auswirkungen hat. Und das Dritte ist, dass es zunehmend mehr Belege gibt, dass sogar geringe Temperaturerhöhungen ökologisch und gesellschaftlich sehr wirksame Folgen haben können. Also viel mehr, als man dachte. Zum Beispiel die mögliche Desintegration des westantarktischen Eisschildes. Nur eine Folge von allmählichen Temperaturerhöhungen und da genügen geringe Temperaturerhöhungen. Die ursprünglichen 2 Grad 1995 waren im Hinblick auf das Grönlandeis ganz wesentlich, dass das Grönlandeis möglicherweise bei plus 2 Grad sich schon auflöst. Inzwischen sieht man, dass sich schon sehr viel anderes inzwischen geändert hat. Und wir sind bei plus 2 Grad, sind wir sozusagen jenseits dessen, was im Holozän an Temperaturvariationen überhaupt da war. Ich zeige Ihnen gleich noch eine Abbildung dazu. Stabilität des Grönlandeises habe ich schon erwähnt. Jetzt sehen wir schon, dass das antarktische Eis stellenweise, also vor allem das westantarktische Eisschild, instabil wird. Und da gibt es ganz neue Erkenntnisse, dass das möglicherweise sogar im ostantarktischen Eis Probleme auftreten können. Wir haben eine fünffache Erhöhung der Häufigkeit und der Intensität von Hitzewellen. Also wir sehen, dass einfach sich schon sehr viel tut und das Risiko, die Risikoeinschätzung hat sich dementsprechend verändert. Schauen wir uns jetzt noch diese Temperaturen aus dem Holozän an, also den letzten 10.000 Jahren, so etwa der Menschheitsgeschichte. Und Sie sehen hier die Erwärmung nach der letzten Eiszeit, dann das Holozän, das über diese Periode definiert ist. Eigentlich befinden wir uns jetzt noch im Holozän. Es gibt jetzt Diskussionen, dass wir vielleicht schon im Anthropozän sind, aber das ist die Definition des Holozäns. Und das ist eine Rekonstruktion, die 2013 publiziert wurde, wo man also ich glaube, 73 verschiedene Datenreihen, die von unterschiedlichen Gruppen rekonstruiert wurden, zusammengefügt hat und man kommt zu diesem Ergebnis. Ganz erklären kann man sich's noch nicht. Die Modelle geben diese
diesen Abfall hier nicht in diesem Ausmaß wieder, die Modellberechnungen, aber das kann auch an den Modellberechnungen liegen. Das sind jedenfalls die Rekonstruktionen aus tatsächlichen Messdaten. Und was man eben sehr deutlich sieht, ist, dass diesem allmählichen Rückgang der Temperaturen ein dramatischer Anstieg gefolgt ist. Das ist das, was wir jetzt eben als anthropogenen Klimawandel bezeichnen. Und Sie sehen, wir sind schon jetzt schon jenseits dessen, was in den letzten 10.000 Jahren beobachtet wurde als globale Mitteltemperatur. Und wenn man jetzt das noch in die Perspektive von ein bisschen längeren Zeitraum nach vorne und ein bisschen längeren Zeitraum in die Zukunft hineinschaut, dann sieht man, dass die Veränderungen, vor denen wir stehen, also wenn wir tatsächlich also bis zum Ende des Jahrhunderts eine Temperaturerhöhung von 3-4 Grad haben, dass wir weit außerhalb des Rahmens dessen sind, was das Holozän gebracht hat. Und das Holozän, diese stabile Klimaperiode, ist ja möglicherweise das, was überhaupt die Entwicklung der Zivilisation ermöglicht hat. Das heißt, wir geben uns weit außerhalb dieses Bereiches mit sehr geringen Vorstellungen, was das tatsächlich für uns heißt. Ja, diese Projektionen in die Zukunft gehen natürlich auf Klimamodelle zurück. Und die Frage ist, wie sicher sind die Klimamodelle? Da gibt es natürlich jede Menge Unsicherheiten. Lücken im Verständnis, fehlende und unsichere Daten, begrenzte räumliche und zeitliche Auflösung der Modelle, Nichtberücksichtigung von etlichen Rückkoppelungsprozessen, die wir allmählich überhaupt erst kennenlernen. Auch die Wahl der Systemgrenzen ist ein Problem. Also es gibt jede Menge Unsicherheiten, das sollte man nicht verschweigen, natürlich gibt es sie. Und sie finden sich sozusagen auf jedem Schritt von den Emissionen, die sind schon ziemlich unsicher, zu den Konzentrationen, zu dem Strahlungshaushalt, zum Temperatur- und Klimahaushalt. Überall gibt es Unsicherheiten. Am größten sind die Unsicherheiten dann, was die Wirkungen betrifft. Also im Verhältnis ist das, was die Naturwissenschaft an Unsicherheit hat, klein gegenüber dem, was die Sozial- und Geisteswissenschaften oder Wirtschaftswissenschaften an Unsicherheiten beinhalten. Das heißt, natürlich müssen wir mit unseren Unsicherheiten versuchen, sie zu reduzieren, aber das ist nicht das einzige Problem. Es gibt einfach auch Probleme in den anderen Bereichen, ganz gewaltig sind. Schauen wir uns diese Unsicherheiten im naturwissenschaftlichen Bereich noch ein bisschen an. Sie sehen hier die Temperatur, die Wahrscheinlichkeitsverteilungen von globalen Mitteltemperaturen für verschiedene Modelle. Die orange Kurve ist jeweils für 2020 bis 2029 und das ist gegen Ende des Jahrhunderts. Und man sieht also erstens natürlich, der Temperaturanstieg steigt gegen Ende des Jahrhunderts, der Temperaturanstieg wird größer gegen Ende des Jahrhunderts und die verschiedenen Abbildungen sind verschiedene Szenarien mit weniger und mehr Emissionen. Und man sieht also auch da natürlich ein Wandern hin auf höhere Temperaturen. Aber was besonders auffällig ist, ist, dass der Tail, also der Schwanz an der rechten Seite hin zu den höheren Temperaturen extrem breit ist. Das heißt, die Unsicherheit, wie warm kann es tatsächlich werden, ist sehr groß. Und wir neigen dazu, dass wir die wahrscheinlicheren, also die von mehr Modellen angegebenen Temperaturen für die realen halten, aber wir haben keinerlei Garantie, dass das so ist. Es kann durchaus auch sein, dass diese Modelle, die hier ein Maximum irgendwo bei plus 5, 6 Grad angeben, dass die eigentlich richtigen sind. Das heißt, wir haben hier einfach große Unsicherheiten, aber insgesamt neigt die Wissenschaft dazu, nicht die Extremfälle zu betrachten, sondern eher die wahrscheinlicheren, wenn man das überhaupt so nennen darf, weil wir ja keinen kompletten Raum aufspannen mit unseren Modellen. Und da stellt sich natürlich die Frage, was bedeuten die unterschiedlichen Temperaturen? Und eine der strittigen Fragen, die aber ganz essentiell ist aus meiner Sicht, ist die Frage nach den Klimakipppunkten. Gibt es Entwicklungen, die, wenn sie überschritten werden, Punkte, Bereiche, die temperaturmäßig oder sonst definiert sind, wenn sie überschritten werden, die dann dazu führen, dass es rapide weitergeht, wo es absolut nicht linear wird und wo wir es nicht mehr bremsen können. Wir nennen das Kipppunkte und auch das war ein Gesichtspunkt für die 2 Grad, weil man hofft, dass solange man unter den 2 Grad bleibt, alle diese möglichen Kipppunkte noch nicht zum Tragen kommen.
Wie wir inzwischen sehen, ist die Instabilität des Eises in der Nordpolregion ist an sich schon gegeben. Wir reden jetzt schon davon, dass Mitte des Jahrhunderts der Nordpol eisfrei sein wird. Aber das ist eine relativ verkraftbare Instabilität, wenn nicht was dazukommt, zum Beispiel, dass das Methan, das im arktischen Meer gelagert ist, das auch noch freigesetzt wird und dann wir über das Methan noch eine weitere Verstärkung des Klimawandels bekommen. Aber im Großen und Ganzen geht man davon aus, dass wenn es die Kipppunkte gibt, dass sie jenseits der 2 Grad liegen. Warum sage ich, wenn es sie gibt? Wir können mit unseren Modellen weder beweisen, dass es sie gibt, noch widerlegen, dass es sie gibt. Das heißt, wir wissen es einfach nicht. Das Vorsorgeprinzip verlangt aber, dass wenn wir es nicht wissen, dass wir annehmen müssen, dass es sie gibt. Oder zumindest so handeln müssen, als ob es sie gäbe. Wir müssen nicht annehmen, dass es sie gibt, aber wir müssen so handeln, als ob es sie gäbe. Das heißt, wir müssen eigentlich uns auf den schlimmen Fall rüsten und nicht auf den wahrscheinlicheren oder weniger schlimmen. Auf wissenschaftlich robuste Antworten zu warten, können wir uns einfach nicht mehr leisten. Das kann einfach teuer werden und es kann auch ethisch bedenklich werden, weil wir, wenn ein Kipppunkt überschritten ist und wenn es tatsächlich gibt und er überschritten ist, weil wir dann eben nicht mehr bremsen können. Und das heißt, dass wir dann der nächsten Generation von Entscheidungsträgern eine Welt übergeben, in der sie keine Chance mehr haben, das Klima zu stabilisieren. Das ist die große Frage. Lässt sich das Klima noch stabilisieren, oberhalb von 2 Grad oder nicht? Und Sie finden hier in der Wissenschaft unterschiedliche Meinungen, weder so noch so beweisbar, aber wenn wir es nicht beweisen können, dann denke ich, ist es eine ethische Herausforderung, eine ethische Forderung, dass wir so tun, als ob, oder uns zumindest an die 2 Grad Grenze halten. Was würden 4 Grad bedeuten? Selbst wenn man jetzt einmal diesen Aspekt der Kipppunkte weglässt. Ja, der World Bank Präsident Kim hat gesagt, there will be water and food fights everywhere. Und das ist also eine Möglichkeit, das auszudrücken. Eine andere ist, sagt der Castries vom CEO von AXA, einer der größten Versicherungsgesellschaften, eine 2-Grad-Welt kann vielleicht noch versicherungsmäßig abgesichert werden, aber eine 4-Grad-Welt ganz bestimmt nicht. Das heißt, die Versicherungen versagen da zweifelsohne. Was bedeutet es naturwissenschaftlich? Also bei plus 4 Grad globaler Temperatur, Mitteltemperatur, heißt das an Land plus 5 bis 6 Grad und an den heißesten Tagen plus 6 bis 8 Grad in China, 8 bis 10 Grad in Zentraleuropa und 10 bis 12 Grad in New York. Das ist schon eine Veränderung, die man nicht mehr so ohne weiteres wegsteckt. Verlängerte Hitzewellen, überproportionaler Anstieg an Betroffenen oder Hitzetoten. Die Hitzewelle 2003 in Europa hat je nach Quelle zwischen 30.000 und 70.000 Tote gefordert. Und das war im Vergleich zu dem, was da kommt, noch sehr geringe Temperaturen. Die landwirtschaftliche Produktion in niedrigen Breiten bis zu 40% weniger Ertrag bei Mais und Reis, also ganz wesentlichen Basislebensmitteln, bei gleichzeitigen gemäßten Breiten noch einen Anstieg des Ertrages bis ungefähr 3 Grad, aber jenseits dann auch hier ein Rückgang. Ökonomische Auswirkungen dieser Veränderungen und natürlich zahlreicher anderer. Ohne jetzt auf alle Details einzugehen, 4 Grad gelten als inkompatibel mit einer organisierten globalen Gemeinschaft, ist jenseits von den Möglichkeiten der Anpassung, ist vernichtend für viele Ökosysteme und sehr wahrscheinlich instabil im Sinne von nicht mehr stabilisierbares Wetter, das Klima. Das heißt, 4 Grad müssten eigentlich um jeden Preis vermieden werden. Und das ist die Frage, was heißt jeder Preis? Und da kommen wir jetzt zu der großen Frage, wie können wir überhaupt weiter tun. Und da möchte ich jetzt wieder zurück zur Wissenschaft. Was tut die Wissenschaft jetzt? Im Grunde genommen kann sie sagen, okay, nicht mehr mein Problem, wir haben alles gesagt, was wir dazu sagen können, jetzt soll die Politik handeln. Wir können nur schauen, dass wir die Diskrepanzen oder die Fehler oder die noch offenen Fragen, die Unsicherheiten, dass wir da weiter dran arbeiten, um genauere Aussagen zu machen. Aber ich glaube, Sie sehen schon aus dem bisherigen, dass es nicht wirklich darum geht, genauer zu werden. Es geht eigentlich um viel grundlegendere Fragen, als ob es 2 oder 1,9 oder 1,2 Grad sind oder 2,2 Grad sind. Das heißt, wenn die Wissenschaft was beitragen will, dann muss sie sich anders verhalten.
Und es hat vor kurzem eine Karikatur gegeben, die, glaube ich, die Situation recht gut trifft. Sie ist gemünzt auf die IPCC-Community, also die Wissenschaftler, die an diesen Sachstandsberichten, die alle 5 bis 7 Jahre erscheinen, mitgearbeitet haben oder mitarbeiten. Die stehen da im Licht und freuen sich, dass sie wieder einen neuen Bericht erstellt haben. Und rundherum, von ihnen unbemerkt, liegt die Welt in Trümmern. Herrscht also Chaos. Und das ist eigentlich eine Situation, die man sich für die Wissenschaft nicht wünscht. Oder zumindest ist mein Verständnis von Universitäten nicht so, dass wir uns im Lichtkegel bewegen und nicht schauen, was außerhalb passiert. Naomi Oreskes und Eric Conway haben ein sehr nettes kleines Büchlein geschrieben, das ist klein und dünn und leicht lesbar, das heißt The Collapse of Western Civilization. Und aus dem Jahr 2393 zurückblickend versuchen sie zu klären, wieso es zu dem Collapse of Western Civilization, also unserer Zivilisation, gekommen ist. Dieses Jahr ist gewählt, weil das sozusagen 300 Jahre nach dem Kollaps ist und sie gehen also davon aus, dass 2093 ein Kollaps passiert ist, der westlichen Zivilisation. Und sie versuchen sozusagen als Historiker zu analysieren, warum ist es zum Kollaps gekommen, weil alle Quellen, die sie haben, und wir haben sehr viel dokumentiert, die finden also sehr viel über unsere Dokumentationen, zeigen, dass wir gewusst haben, was das Problem ist und dass wir gewusst haben, wie wir es lösen und warum haben wir es nicht getan. Also sie versuchen das von hinten her sozusagen aufzurollen und zu verstehen und dabei kritisieren sie auch die Wissenschaft. Dabei kommt auch die Wissenschaft durchaus in ihr Blickfeld. Und die Kritik, die sie in der Wissenschaft üben, die kann man jetzt im Detail teilen oder auch nicht, aber ich denke, es ist wert, darüber nachzudenken. Sie sagen, die disziplinäre Organisation der Wissenschaft ist eines der Hauptprobleme. Wir sind disziplinär organisiert und wir wissen voneinander ganz wenig und das Problem des Klimas geht mich als Chemiker nichts an und mich geht als Klimatologe das Problem der Sozialwissenschaften eigentlich überhaupt nichts an. Also das ist eines der Probleme. Das zweite ist, dass wir dazu erzogen werden, nur unsere eigenen Arbeiten zu referieren und zu berichten, im Großen und Ganzen, damit wir ja kein Plagiat begehen oder sonst irgendwas. Und dadurch verlieren wir ein bisschen den breiteren Blick. Wir reduzieren auf das, was wir selber geforscht haben. Das Dritte ist, und da ist sehr stark der Druck zu publizieren dahinter, lösbare Probleme sind einfach viel lohnender als junger Wissenschaftler, als weniger gut lösbare, als komplexe Probleme. Das heißt, wir haben ein Bias in Richtung auf leichter lösbare Probleme. Und schließlich, und das kommt jetzt wieder sehr stark auf diese Interdisziplinarität zurück, der Fokus liegt auf den natürlichen Systemen und die soziale Komponente wird weitgehend ausgelassen. Und das sieht man auch, wenn man sich den Klimawandel anschaut und auch wenn man sich meine Vorträge anschaut. Ich fange meistens mit den Emissionen an, gehe über die Konzentrationen zum Klimawandel und zu den Auswirkungen. Und das, was eigentlich das Ganze antreibt, die Menschen, das blende ich aus meinen Vorträgen aus, weil ich bin Naturwissenschaftlerin und ich habe mit dem nichts zu tun. Das heißt, auch an sich selbst merkt man, dass man in diesen Paradigmen gefangen ist. Und wir wissen aber sehr wohl, und natürlich weiß ich es auch, dass die Zahl der Menschen und das, was jeder Einzelne an Lebensstil hat, ganz entscheidend dafür ist, was im Klimawandel passiert. Aber es wird nicht erwähnt. Vielleicht, weil es ohnehin so selbstverständlich ist, aber ich denke, es hat auch etwas damit zu tun, dass die Menschen es gar nicht auf sich beziehen, was wir über den Klimawandel erzählen. Sie geht aber noch weiter und spricht speziell die Naturwissenschaften an und sie ist Naturwissenschaftlerin. Sie kritisiert, dass wir eine Sicherheit verlangen, bevor wir eine klare Aussage machen, die einfach problematisch ist. Also wenn wir eine statistische Signifikanz von 95% verlangen, bevor wir zum Beispiel Extremereignisse als dem Klimawandel zurechenbar erklären, dann werden wir noch lange herumreden, wenn uns die Journalisten fragen, ist das eine Folge des Klimawandels. Dann werden wir jedes Mal den Stehsatz verwenden, das Einzelereignis kann man ohnehin nicht zuordnen und statistisch ist noch nichts nachweisbar. Und die Botschaft an die Bevölkerung ist, hat eigentlich nichts miteinander zu tun. Eine falsche Botschaft, nicht das, was wir gemeint haben, aber das ist das, was aufgenommen wird von der Politik, von der Bevölkerung. Und die Frage ist, müssen wir nicht unsere Standards ein bisschen überdenken und uns überlegen, was wir wie kommunizieren? Und wenn wir
eine statistische Signifikanz von 95% weiterhin verlangen, obwohl wir wissen, dass von der Physik her zu erwarten wäre, dass die Extremereignisse häufiger werden, weil eine wärmere Atmosphäre mehr Feuchte enthält zum Beispiel und daher mehr Niederschlag fallen kann, selbstverständlich. Weil wir die Zusammenhänge ja verstehen, müssen wir da wirklich auf die Statistik warten. Also das sind Fragen, die wir uns, glaube ich, stellen müssen. Und das Zweite, was sie kritisiert, und ja, mag sein, dass das auch stimmt, und ich habe den Eindruck, dass es tatsächlich stimmt, dass es in unserer Zunft weniger schädlich, peinlich ist, dass man ein Ereignis nicht vorhersagt, das eintritt, als dass man ein Ereignis vorhersagt, das nicht eintritt. Also welche Art von Fehler habe ich, Typ 1 oder Typ 2 Fehler. Und beim Klimawandel heißt das, es ist weniger dramatisch, peinlich, wenn ich etwas nicht vorhersage und es passiert, hat man heute nicht vorhersehen können, als ich warne vor etwas, was dann nicht eintritt. Aber für die Entscheidungen ist das genau der verkehrte Weg. Für die Entscheidungen brauche ich ja das Risiko. Brauche ich genau die Ereignisse, die möglicherweise eintreten werden. Und es ist besser, ich habe mich dafür gewappnet und sie treten nicht ein, als ich habe mich nicht gewappnet vor lauter Angst, dass ich etwas sage, was vielleicht nicht eintritt. Also auch das ist etwas, was wir vielleicht überdenken müssten. Wie und was kommunizieren wir? Und das ist insbesondere wichtig, weil es eben nicht nur um den Klimawandel geht, sondern um eine ganze Reihe von anderen Eingriffen in das Ökosystem, von denen einige schon jenseits des blauen Kreises sind. Der blaue Kreis gibt an, dass wir uns hier in einem Bereich bewegen, wo wir nicht mehr sicher sind, dass es harmlos ist, was wir tun. Der rote Kreis außen gibt an, wenn wir da außerhalb sind, dass wir in einem Bereich bewegen, wo wir sicher sind, dass es ein Problem gibt, und zwar ein ernstes Problem. Innerhalb des blauen Kreises, da ist es sozusagen Spielwiese, da kann man sich bewegen, ohne den Planeten, ohne das Ökosystem zu schädigen. Und Sie sehen, es ist nicht nur der Klimawandel, der sich in diesem Mittelbereich befindet und mit der Dynamik, die das Klima und mit diesen kumulativen und langwirkenden Folgen, die der Klimawandel hat, überschießen wir vermutlich diesen roten Bereich, den roten Kreis. Es ist auch der Biodiversitätsverlust, es ist sind biogeochemische Kreisläufe wie Phosphor und Stickstoff, da sind wir überall schon außerhalb. Das heißt, es wird dringend notwendig, dass wir in der Wissenschaft uns überlegen, wie kommunizieren wir, was wollen wir, dass die Gesellschaft weiß, damit sie handeln kann. Es kommt aber natürlich nicht nur auf die Entscheidungen des Einzelnen an, es kommt sehr stark eben auch darauf an, wie die Community insgesamt organisiert ist und wie die Gesellschaft der Wissenschaftler, wie die Universitäten ihre Aufgaben wahrnehmen. Ich werde jetzt einiges überspringen und Ihnen zeigen, dass die Community der Klimawissenschaftler mit der Erstellung eines österreichischen Sachstandsberichts Klimawandel 2014 einen Schritt getan hat, wo sie gesagt hat, ja, wir fühlen uns verantwortlich dafür, was die Gesellschaft weiß und was sie nicht weiß. Sie sehen hier den dicken Band, der war mir zu schwer zu mitnehmen. Ich habe die Kürzestfassung mitgenommen. Ich habe einige da, wenn Sie eine haben wollen, können Sie die gern haben. An diesem Bericht haben 240 Wissenschaftler mitgearbeitet. Das ist im Wesentlichen die Klimacommunity. Es waren alle eingeladen mitzuwirken, haben alle Universitäten sich beteiligt, viele Forschungsinstitutionen, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber an die 70 Institutionen waren beteiligt. Die Wissenschaftler haben kein Geld bekommen für ihre wissenschaftliche Tätigkeit. Es war ein bisschen Geld für die Koordination da. Die Institutionen haben wesentlich beigetragen dazu, dass die Wissenschaftler einen Teil ihrer Zeit in der Dienstzeit verwenden konnten. Vieles ist in der Freizeit passiert. Die Wissenschaftler haben gesagt, wir wollen zeigen, dass uns der Klimawandel ernst ist und wir wollen eine Vorleistung bringen, dass die Gesellschaft sieht, wir sehen das als Problem an und es muss etwas geschehen. Es ist immer noch ein Bericht und wir sind immer noch in diesem weißen, in diesem Lichtrahmen drinnen und wir sind noch nicht draußen in der Gesellschaft und das wird auch noch schwierig werden, weil es hat hier heftige Diskussionen gegeben. Das Endprodukt ist von allen unterzeichnet, das heißt jeder hat für den Bereich, für den er sich thematisch zuständig und kompetent fühlt, unterzeichnet, dass hier nichts drinsteht, was falsch ist oder nicht belegbar ist. Das heißt, es ist ein Konsenspapier. Und natürlich hat es da Diskussionen gegeben. Was kann noch als Konsens gelten, was nicht? Und den Schritt nach außen haben wir noch nicht gemacht. Bei der Erstellung dieses Berichtes ist mir auch etwas anderes aufgefallen, was mir vorher nie aufgefallen war. Es tut sich in der Gesellschaft viel, von dem die Wissenschaft überhaupt nichts wahrnimmt.
Das letzte Kapitel im dritten Band, das sind drei Bände im dritten Band, das letzte Kapitel beschäftigt sich mit der Transformation der Gesellschaft in Richtung auf eine kohlenstoffarme Gesellschaft. Und wenn man dann solche Sachen sucht, wie die Klimabündnisgemeinden oder die E5-Gemeinden oder die Klima- und Energiemodellregionen oder Fast Food, Slow Food und Slow Cities und alle diese Initiativen, die es schon gibt, die schon in der Food Co-ops, alles, was sich in der Gesellschaft schon tut in Richtung auf Transformation, dann findet sich das alles in zwei kleinen Sätzen als Auflistung. Und ich habe die Kollegen gesagt, ja, da müsst ihr mehr darüber schreiben. Das, was wir jetzt schon erreicht haben, sollte ja drinstehen. Und sie sagen, dazu gibt es keine wissenschaftlichen Publikationen. Ich kann mich nicht auf Zeitungsartikel stützen, ich kann mich nur auf wissenschaftliche Publikationen stützen. Und was das heißt, ist, dass die Wissenschaft einfach nicht einmal schaut, was derzeit in der Gesellschaft passiert. Dazu gibt es keine Publikationen. Und das gehört auch zu dem, wo ich mir denke, die Universitäten haben schon die Aufgabe, hier zu schauen, was tut sich eigentlich in dem Land oder was tut sich weltweit. Auch wenn es mühsam ist, auch wenn das Klimabündnis keine wirklich gut quantitativ brauchbaren Berichte liefert. Ja, ist halt so, nicht? Aber was können wir trotzdem herausholen? Die Gesellschaft braucht Antworten und es ist eine ungenaue Antwort zu einer wichtigen Frage wichtiger wie eine genauere Antwort auf eine irrelevante Frage. Und das ist das, was ich unter Responsible Science verstehe. Was sollen die Universitäten tun, was soll die Wissenschaft tun, um mit den großen Herausforderungen der Zukunft umgehen zu können? Zum Schluss, sind 2 Grad erreichbar? Oder renne ich da einer Chimäre nach und die 2 Grad können wir eh schon vergessen? Wenn wir 10% Emissionsreduktionen Jahr für Jahr durchführen und die ersten 10% wären keine wirkliche Kunst, die nächsten 10 wahrscheinlich auch noch nicht, irgendwann einmal wird es dann schwieriger, aber wenn wir dann schon gewohnt sind zu reduzieren, geht es vielleicht auch wieder leichter. Aber wenn wir 10% pro Jahr Emissionen reduzieren würden, dann hätten wir 90% bis 2030 erreicht. Und das ist ein Ziel, das die Industriestaaten erreichen müssen, wenn sie den Schwellen- und Entwicklungsländern noch irgendeinen Spielraum für Entwicklung lassen wollen. Ist das erreichbar? Naja, wenn man das Pareto-Gesetz anwendet, dass man sozusagen 80% der Emissionen von 20% der Bevölkerung ausgehen, und das stimmt so grob gesprochen, wenn man das 3-mal anwendet, also auf die 20% wieder, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass 50% der Emissionen von 1% der Bevölkerung verursacht werden. Das stimmt nicht ganz, aber 40-60% von 1-5%, das wird so ungefähr hinhauen. Das stimmt so ungefähr. Ja, und dann ist die Frage, wer sind die 1-5%? Ja, und das sind wir natürlich, ne? Das sind auch wir Wissenschaftler, weil das, was wir herumfliegen in der Welt, ist nicht ohne. Das ist ein ganz wesentlicher Teil. Also wenn man regelmäßig fliegt, also sogar wenn man einen Langstreckenflug tätigt, dann ist man in diesem Prozentsatz drinnen. Das heißt, da ist wirklich sehr viel, was wir selber tun können, wo wir dann plötzlich als Wissenschaftler auch Bürger sind und wo wir auch herausgefordert sind, etwas zu tun, um den Klimawandel Einhalt zu gebieten oder zu reduzieren. Es gibt inzwischen eine ganze Reihe von Vorschlägen für climate-friendly research. Wir kämpfen unheimlich zu erreichen, dass die Geldgeber diese Kriterien auch anwenden bei der Vergabe von Forschungsprojekten, obwohl es keine Hexerei wäre. Wir brauchen das. Wir brauchen Maßnahmen, um auch in der Wissenschaft Emissionen zu reduzieren. Natürlich ganz vorne die Klimawissenschaft, climate-friendly climate research, ist natürlich die, die mit gutem Beispiel vorangehen müssten, aber es ist durchaus die Wissenschaft insgesamt. Das heißt, Emissionsreduktionen, ja. Anderson ist einer der wenigen Wissenschaftler, die sich trauen, das Kind beim Namen zu nennen und die wirklich immer wieder versuchen zu sagen, was heißt das konkret? Im Großen und Ganzen drücken wir uns in die konkreten Aussagen. Und eine Aussage, die, glaube ich, sehr viel Wahres hat und die, glaube ich, wirklich den Kern trifft, ist, wenn wir nicht das Business-as-usual-Szenario fahren wollen, das ist dieses, sondern das 2-Grad-Ziel einhalten wollen mit der einen oder der anderen Kurve, dann müssen wir sehr schnell etwas verändern. Also den Spitzenwert 2020 erreichen, so wie ich es vorhin auch gezeigt habe. Und das können wir nicht mit technologischen Maßnahmen. Wir können das nicht mit erneuerbaren Energien. In den nächsten 5 Jahren werden wir nicht so viele erneuerbare Energien einsetzen können, dass wir diesen Spitzenwert hier erreichen und danach nur mehr reduzieren. Wir müssen auch etwas ändern an der Effizienz. Das ist zum Teil technologisch. Aber ganz wesentlich müssen wir am Bedarf was ändern.
Das heißt, in den nächsten Jahren kommt es im Grunde genommen auf Lebensstilfragen an. Da kommt es darauf an, wie viel Fleisch essen wir, was haben wir für Gewohnheiten beim Fliegen, was haben wir, wie schauen unsere Wärmedämmungen bei den Häusern aus. Das sind Sachen, die schnell gehen. Da brauchen wir nicht große Firmen, die etwas erzeugen, da brauchen wir viele kleine Handwerker. Und das kann schnell gehen. Das kann ganz schnell gehen. Und hier brauchen wir dann, um diesen Teil auch noch zu erreichen, da brauchen wir dann tatsächlich auch die erneuerbaren Energien. Das heißt nicht, dass wir jetzt aufhören sollen, in Erneuerbare zu investieren, überhaupt nicht. Natürlich brauchen wir die. Und die Schwellen- und Entwicklungsländer sollten nur mehr mit Erneuerbaren ausgestattet werden, überall dort, wo es jetzt keine Energie gibt. Aber den eigentlichen Unterschied werden die Lebensstilfragen, die Gewohnheitsfragen in unseren industrialisierten Ländern machen. Nur mit denen können wir schnell genug agieren, damit wir das 2-Grad-Ziel tatsächlich noch irgendwie erreichen können. Damit möchte ich für Ihre Aufmerksamkeit danken. Applaus